Meinst du, dauert heute 3 Stunden oder länger? Geil, Alter, ich fühle mich richtig gut. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es geht nach Rumänien zum Enduro-Panorama. Gerade bei Nils und Tommy angekommen. Jetzt heißt verladen. Ich habe das ganze Auto voll. Hier so mit Kissenzeugs, Ersatzteile, weiß nicht, ob man sieht, Moped. Das alles kommt hier rein. Wir haben jetzt schon angefangen zu verladen. Ich bin aufgeregt. Das erste Mal Expertklasse. Ihr habt, denke ich mal, die Vlogs gesehen vom letzten Jahr. Da bin ich in der Hobbyklasse gefahren, bin gut durchgekommen. Deswegen habe ich gesagt, ein Jahr Training, komm, geh mal eine Stufe höher. Wenn ich in der Hobbyklasse gefahren wäre, wäre ich, denke ich, mit einem richtig entspannten Gefühl und ja, voller Vorfreude hingefahren. Vorfreude ist jetzt auch da, aber mit einem anderen Gefühl im Körper. Neues Moped, noch keine Betriebsstunden groß runter. Ich bin gespannt. So, alles eingeladen. Schlafplatz 1, Schlafplatz 2, ganz wichtig. Kühlschrank ist auch voll, richtig geil. Jetzt esse ich noch was und dann geht's los. 16 Stunden Fahrt. So, wir haben es mittlerweile um 10 und sind immer noch unterwegs. Und ich habe mit 21 Uhr habe ich mich hingelegt hier oben und die Jungs sind durchgefahren. Das war wieder mein Luxus pur für mich. Ich bin endlich ausgeschlafen, ich hatte 4 Nachtschichten. Jetzt fahren wir noch, denke ich, so 3-4 Stunden, dann sind wir endlich da. Und dann zeige ich euch unser Camp. Endlich da. Hier werden wir jetzt unser Lager beziehen. Enrico kennt er schon vom letzten Vlog, ist er auch dabei. Diesmal ganz neu dabei, Atze. Hi. Atze kennt er ja morgen, schon. Es wird mir morgen richtig viel Spaß machen. Ich werde ihn auch haben. Ich habe eine schöne Startnummer. Die anderen müssen mich erst überholen. Welche Klasse fährst du? Hobby. Atze kennt er ja schon aus dem Romaniacs-Video. Der war ja auch mit Teil des Teams. Und ja, jetzt kommen wir mal, wie wir hier beim Panorama durchkommen. Ne? So, Freunde, nochmal ganz schnell für euch. Schnell Durchlauf, was ich so an Teilen am Moped habe. Weil das immer wichtig ist. Und zwar habe ich meinen Schalthebel hier vorne festgemacht. Kabelbindern. Hier habe ich extra nochmal Kabelbinder festgemacht. Dann habe ich hier Benzinschlauch genommen und eine Rolle Tape drum gewickelt, weil Tape muss man immer dabei haben. Hier ist praktisch mein Bordwerkzeug, da sind auch alle Hebel drin. Dann habe ich noch in meiner Tasche ein Kettenschloss, ein bisschen Werkzeug, so ein Wrap-Kit für die Brembo. Und das war's. Mehr habe ich nicht dabei, aber ich denke, damit bin ich gut aufgestellt. Der Reifensetup ist bei mir ganz normal wieder X-Grip vorne. Ja, der Heike Boy hinten, Jack the Gripper, der hat eine neue Mischung. Seitdem finde ich den total gut. Ich fand den vorher schon gut, aber jetzt ist nochmal absoluter Game Changer, was die Mischung angeht. Und das habt ihr jetzt auch gesehen. Übrigens ist auch Katrin wieder da. Ja. Katrin, erzähl mal, welche Klasse fährst du? Hobby. Und Ziel ist einfach erstmal durchkommen, gell? Ja. Wenn ich das in der Zeit schaffe, dann renne ich hier rum, als hätte ich die Pro-Klasse gefinisht. Also ich kann euch sagen, als ich letztes Jahr hier ins Ziel gekommen bin, ich meine, da war ich ja noch ziemlich unerfahren, was Enduro angeht. Das war für mich wirklich ein Gefühl, Alter. Ich habe hier gefeiert, hatte die Musik laut, habe Bier getrunken, war richtig geil. Also war wirklich top. Jetzt schauen wir mal, ob das bei der Expert genauso wird, ne? Das wäre natürlich krass. So, Freunde der Sonne, die ersten waren schon hier und habe ich sogar erkannt. Richtig cool. Ich wurde gelobt, ich mache schöne Videos. Katrin kann das bestätigen. Ja, wunderbar. Ich muss auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an Timo Jungmann aussprechen vom Extrem Enduro Shop, weil der hat den Kontakt zu Nils und Tommy hergestellt. Deswegen hatte ich so eine luxuriöse Anreise. Und ja, Timo, danke dir, gell? Ich bin angemeldet, 141. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Expertklasse wird meins. Drückt die Daumen. Ich nehme euch jeden Tag mit. Jetzt duschen und dann noch ein bisschen mit den Jungs chillen und abends dann ins Bett. Oh, ey, ich habe richtig Schiss, ey. Da ist so eine Steinkante. Die wird richtig krass, ey. Nein, wir machen das schon. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Renntag. Wir sind gerade am Frühstücken. Bei mir gab es schon Müsli und Eiweiß, gesponsert von Eddie Findling, weil ich meins vergessen habe. Bei denen ist sogar das geil, die haben sogar einen kleinen Aufbackofen hier mit. Ja? Das ist natürlich Luxus pur, sage ich mal. Es wird nicht auf Service verzichtet bei uns. Das ist schon der Wahnsinn. Schön Knackwurst hier. Die gibt Power. Ja, genau. Wir machen Frühstücken und dann geht's los. Noch mal kurz meinen seit einem Jahr Freund besuchen. Hey! Hey, meinst du?
Meinst du? Meinst du, das dauert heute 3 Stunden oder länger? Du Vogel, Alter. Ey, ist das zu hart oder was? Timo! Timo, Jungmann! Wo bist du? Ey, kann ich noch einen Kaffee haben? Ey, krieg ein Brötchen von dir? Hast du ein Kissen für mich? Hast du ein Kissen? Ey, ich weiß nicht. Meinst du? Ja, alles gechillt. Bis später. Ja, heute erster Renntag. Wetter sieht gut aus. Bisschen frostig heute. Ein bisschen so aufgeregt bin ich schon, ich weiß nicht, aber ich freue mich drauf. Ich habe schon gemutmaßt, aber ich denke nicht, dass wir heute länger als 3 Stunden fahren. Das höre ich zum ersten Mal von dir. Denke ich wirklich nicht. Ich glaube auch nicht. Rico kennt ja auch noch, wir waren ja letztes Jahr ein Team, aber Marcel hat gesagt, hier, pass auf, Paul, so du kommst nicht mehr mit. Und deswegen konnte ich mir jetzt zwar frühest noch den Kaffee abholen, den Rico hat mir mitgebracht, aber... Dann werden da klare Grenzen gezogen. Ich schalte dann erstmal um auf hier GoPro. Es geht los, Offroad Tag 1. 50 Kilometer, wir fahren gerade zum Start. Das Schöne hier ist, dass man direkt vom Fahrerlager aus dem Moped fährt. Man braucht also keinen, der einen mal abholt und wohin bringt, wie bei den Romaniacs. So, Freunde der Sonne, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ihr seid live dabei. Panorama 2, 3, 2. So Leute, wie ihr seht, wir sind im Tunnel. Hier ist es staubig wie die Sau. Wir haben jetzt 20 Kilometer. Ich habe Probleme bei dem Hängen, bei den langen, einfach weil ich den zweiten fahren kann, weil die Karre nicht aus dem Arsch kommt. Unbedingt die Schwungmasse rausfahren. Alter, das ist heute schnell. Das kam mir letztes Jahr noch nicht so schnell vor, weil ich da noch langsam war. Ich hoffe, allen anderen geht's auch gut. Marcel, Bibi, Kassi. Und wie soll er heißen? Tommy, Nils. Also heute, ich hab echt mir vorgenommen, nur so richtig, was für mich halt echt ist. Wenn ich jetzt hier so ein Tempo fahre, dann ist das schon wirklich außerhalb meiner Komfortzone. Und dann dachte ich mir, das nehme ich mal auf. Ich habe ungefähr so 30 Leute überholt. Tommy ist noch nicht an mir vorbei. Heißt, ich fahre nicht ganz so schnell wie die anderen. Aber für mich ist ja auch wirklich, ey, wenn ich hier finishen würde, ey, das wäre für mich das absolute Highlight. Oh. Macht damit nichts. Das war's. Tag 1 ist um. Moin. Ey, Digga, das war ja brutal schnell, Alter. Also, das ist halt überhaupt nicht meins, gell? Warte mal, noch morgen. Das war's. Tag 1 ist um. Das ging schneller als erwartet. Alter Schäde, war das schnell. 1,41, ey. Geil, Alter. Ich fühle mich richtig gut. Mein Statement bezüglich heute habt ihr gehört. Ich bin zufrieden, es war sehr schnell, aber das ist mir sicher. Eddie, erzähl mal. Meinst du, Top 3 ist heute drin gewesen? Keine Ahnung. Aber so vom Bauchgefühl? War ich zu langsam. Echt? Also ich denke, er ist auf jeden Fall in die Top 3 gefahren, aber wir werden es sehen. Abgerechnet wird zum Schluss. Abgerechnet wird zum Schluss, das stimmt, aber wir gucken mal. Wie gesagt, ich denke, morgen wird das ganze Gegenteil von heute. Ich mache gerade teste was am Bike, weil, wie gesagt, irgendwie ist das im zweiten nicht so richtig aus dem Arsch gekommen. Das habt ihr im Video bestimmt mitbekommen. Ich habe das ja mehrmals gesagt und ja, schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal, was jetzt ist. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwie in Mitte, ich glaube 160, 170 Fahrer sind es bei uns. Wenn ich da so, weiß nicht, 80, 90 bin, wäre ich voll zufrieden nach so einem Tag, weil das technische Licht mehr als das schnelle, das wisst ihr alle. Schauen wir mal. Paul, nimmst du heute einen Besen mit zum Fahren? Du bist der Sweeper, habe ich gehört, oder? Weil dahinter kommt ja keiner mehr. Servus Leute, herzlich willkommen zu Tag 2. Ey, pass auf, hier. Eierchen sind schon am Braten. Also gestern ist Platz 127 geworden von 100.
67 oder so. Letzte 40 sind aber nur Sweeper. Aber man muss sagen, gestern war es halt brutal schnell. Und das liegt mir nicht. Heute. Heute beginnt das Rennen für mich. Was mich sehr enttäuscht hat, ihr habt ja im Video gesehen, ich habe ja gesagt, hier Eddie, hier, der hat das 100% gewonnen. War nicht, dem war nicht so. Es hat leider nicht mal für die Top 20 gereicht, aber. Rumänische Zeiten, aber das würde ich erstmal nicht oben bewerten. Aber Eddie nicht sagen halt immer Cella wie. Alle lang kann man es ja nicht mehr. Und naja, es ist wie es ist. Und heute geht mal richtig Knallgas. Wehe. Und für die Ausreden haben wir schon mal eine Zwiebel, wie drehen kommen, naja. Also, ihr seht uns dann wieder auf der GoPro. So, es geht los. Starttag 2. Aber das ist geil. Weil das ist noch so, dass ich sage, easy. Aber das wird schon noch beschissen. Das könnt ihr mir schon vorstellen. Da habt ihr meinen Daniel gesehen, da geht es nämlich unten schon weiter. Gucken wir mal, was da geht mit den Jungs. Das ist bestimmt da ins Bachbett. Ah ne, da hoch. Okay. Okay. Gut, das nehme ich noch auf. Ich habe erstmal, geh vor, geh du mal vor. Ich halte hier fest. Okay. Das ist krass, ja. Die Helfertruppe von eben. Wir wollen jetzt eigentlich so ein kleines Squad bilden. Aber das ist ein ganz schön schnelles Trio, Alter. Also ich glaube, wenn ich das Tempo weiterfahre, könnte es sein, dass ich mich verletze. Und das will ja keiner. Wird sportlich hier hoch. Wirklich? Ja, wirklich. Schaffen wir das zusammen? Müssen wir, ja. Wie heißt du eigentlich? Bitte? Wie heißt denn du nochmal? Marc. Frank. Frank. Und weiter? Schönemann. Frank Schönemann ist das hier. Tim Apolle Aufkleber. Seht ihr das? So, wir haben jetzt aus dem Squad ein Duo gemacht. Haben uns schon gegenseitig viel geholfen. Also der fährt hier ein Speed. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Hammer. So ein Speed würde ich sonst nie fahren. Wir haben noch nicht viel geschafft. Nicht mal ein Drittel. Das ist krass, Alter. Jetzt kommt hier einmal Landschaft zeigen. Für euch. Da drüben. Wieder mal. Thank you.
muss ich auf jeden Fall öfters bei den schweren Sachen anmachen. Sonst denkt ihr hier, was ist denn das? Aber in dem Moment habe ich keine Zeit, auf dieses Ding zu drücken. Das ist jedes Mal Überlebenskampf. Also ich habe richtig viel überholt. Also bestimmt 6 Leute. Und hier der Frankie, der hat am ersten Hügel hat er eine kleine Roulade gedreht. Und dann bin ich weggefahren. Und auf einmal war er wieder da. Aber jetzt wird mir einiges bewusst hier bei dem Speed, Alter. Also lasst alle mal richtig fett Liebe für Frank da, Alter. Ohne Frank wäre ich bestimmt noch nicht so weit, das war ich. Frank ist mein Mann. Jetzt fragen, mein Paulchen, warum tust du das an, mein Paulchen? Soll ich sagen, Mama? Das ist nichts Geiles. Nie gedacht, dass ich das Enduro fahren. So erfüllt. Kurve fahren. Du musst auf alle Fälle über den Stein, wo er da ist, da musst du drüber fahren. So wie er jetzt. Einmal frei. Gut. Ich will da runterschieben, da, wenn ich da unten bin, geht's. Nicht, du rutschst weg. Dann halte fest, lass es von der herunter. Oh, nee. Fußraste abgebrochen. Kannst. Ich weiß halt nicht. Da ist nur der Spindmaß gebrochen, glaube ich. Wenn ich da einen Spind kriegen könnte. Ja, klar. Also ihr seht, Patrick hilft mir gerade, Pixel Enduro. Ohne den ist jetzt hier vorbei. So, mal wieder war der Kopf stärker als der Wille. Ich war jetzt hier ohne Reste. Ich muss das jetzt im Servicepoint irgendwie fixen. Keine Ahnung wie. Warte, ich tank erstmal. Da müssen wir, nur den Rahmen gerade biegen. Und dann kriege ich einen Splint und dann ist gut. Er hilft mit mir. Ich fülle mal Wasser auf. Der Splint geht man nicht mehr durch, das ist nicht mehr gerade gezogen. Ich guck mal, ob ich das selbst schon gemacht habe. Ja, dann gib aber zwei, dann tun wir die noch miteinander kontern. Und das hält aber, ja? Das hält. Ich habe nur damit, wenn was abfällt. Danke mal, danke. Also, ich bin wieder am Rennen. Fußraste ist mehr schlecht als recht, aber sie geht. Guckt euch das an. Ist das schön? Alter Schwede. Also wir waren richtig gut im Rennen. Ne? Und dann kommt diese Scheiße mit der Fußraste. Ja! Wir haben es geschafft. Wir sind heute den ganzen Tag zusammengefahren, eigentlich so ab, sagen wir mal, 20 Kilometer. Ja. Haben uns, also es hat ultra viel, also für mich hat es ultra viel gebracht, weil er auf den ganzen Zielwegen richtig Ballett gemacht hat. Ich denke mal, wir haben ein paar Plätze gut gemacht. Ich hatte einen riesen Malheur, mir ist die Fußraste gebrochen, weil ich mal wieder Schiss hatte und das nicht in die Reihe bekommen habe. Dann musste man da reparieren, da hat mir der Pixer noch geholfen.
Frank hatte noch Schrauben mit, da haben wir das repariert. Hat gehalten. Dadurch haben wir natürlich Plätze verschenkt. Frank sagt, es war ungefähr so 10 Minuten, die wir verschenkt haben. Also ich denke mal, es war so das Härteste, was ich bis jetzt gemacht habe. Also definitiv. Also es war vom Anspruch her brutal. Also 2-3 Stellen hätte ich ohne Frank nicht geschafft. Das war brutal. Ich muss Heimkarre richten. Alles ganz mal. Ich sehe ein bisschen aus wie eine Sau. Und ich melde mich dann später nochmal. Mein Bike ist geputzt und Nils, der hat mir jetzt geholfen. Hier war alles verbogen. Der hat das gerade gemacht, hat mir repariert. Und ich muss auch sagen, Marcel hat mir auch geholfen. Der hat mir nämlich einen Splint und so eine Scheiße gegeben. Und das Ding ist, der ist richtig sauer auf mich, weil der Denker hat gedacht, ich habe ihn nicht gesehen. Denk nicht nur. Er hat gesagt, wir hatten Armkontakt und er hat mich gerufen. Danach habe ich gesagt, hast du mich wirklich gerufen? Er hat gesagt, nee, gerufen hat er mich nicht. Und er denkt... Wir haben uns ja auch gesehen. Ja, wir hätten uns in die Augen geguckt, sagt er. Aber wenn ich allen helfe, also wenn einer unter dem Motorrad liegt, hilft man immer. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber wenn ich einem besonders helfe, dann ja wohl ich. Wir wollten heute nämlich eigentlich zusammenfahren. Ja, das wäre und dann dachte ich mir, so, er will Bobby mal wieder zeigen, was Bobby so nicht kann. Und er wird schon weit vorne vor Bobby sein. Und dann lag er da unter dem Motorrad. Und halt. Willst du dazu noch was sagen? Ich bin satt. Aber willst du dich vielleicht dafür entschuldigen, mich beschuldigen zu haben? Willst du dich vielleicht entschuldigen oder was? Für was denn? Vor allem, wie willst du mich denn durch die Brille sehen, dass ich dich angeguckt habe? Weil du, wenn wir uns angucken, sehen wir uns ja wohl. Ja, ey. Also wirklich, der denkt echt, also wirklich. Du warst bestimmt im Tunnel. Nee. Auf jeden Fall ist das Problem, dass ich jetzt noch das Ritze wechseln muss. Dann sind wir hier fertig. Jetzt hat man noch den Lenker gewechselt. So, hier, siehst du den kaputten Lenker. Aber jetzt hat mir da wirklich den Arsch gerettet. Und ja, auf jeden Fall baue ich das noch um. Wir haben es jetzt 19.31 Uhr. Jetzt erstmal schnell was. Wir haben es 21.30 Uhr. Jetzt gehe ich ins Bett. Herzlich willkommen zu Fahrtag 3. Jo, was soll ich sagen? Rücken tut ein bisschen weh. So muskelkatermäßig, aber sonst eigentlich alles okay. Bin gespannt. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass es halt noch anstrengender wird, aber das wird man sehen. Wie gesagt, das, der Unterschied zwischen den Top, weiß ich nicht, 30 da in der Expert und mir, das ist einfach so unnormal. Die sind einfach 2 bis 3 Stunden schneller gefahren. Ich weiß aber auch nicht, ich wüsste gar nicht, wo ich es herholen soll. Ich habe die ganze Zeit überlegt, klar, mit der Raste 10, 15 Minuten, aber mehr wäre auch nicht gegangen. Also es wäre auch nicht schneller gegangen. Von daher, ich denke mal, Top 100 wird ein ganz schwieriges Ding. Bin jetzt overall, Club 122. Naja, schauen wir mal, was jetzt wird. Na gut, ich ziehe mich an, hier liegt schon alles und dann geht's hier auf die GoPro und heute Abend gibt's einen Statusbericht. Bis später. So Leute, jetzt geht's gleich los. Ich fahre wieder mit Frank. Frank und ich bilden heute wieder ein Team. Jawohl. Los geht's. Guckt euch das an hier. Hier müssen wir hoch. Das ist so anstrengend. Guckt euch das an hier. Ich hab's geschafft. Bin ungefähr jetzt seit 5 Minuten durch. Wir haben gesagt, wir fahren als Team, haben uns im Hang verloren. Jetzt warte ich hier auf Frank. So gehört sich das nämlich. Wenn man sagt, man fährt als Team, dann wartet man auch. Gestern musste er warten auf mich bei den schnellen Sachen. Heute bestimmt auch, also warte ich jetzt auch. So, Frank ist wieder da. Es geht weiter. Drück die Daumen. Rechtzeitig schaffen. Ist ja ganz cool. Merkt euch eine Sache, wenn ihr jemandem ein Wort gebt, haltet das. Das ist einfach jede Person wert, dass man denen auch das Wort hält. Und egal wie gut das anders laufen könnte, das sind ja auch Alltagssituationen, sage ich mal. Wenn du, keine Ahnung, jemandem sagst, du hörst und wie gut das Wetter ist und könntest ins Freibad. Na? Hier ist der nächste Scheißhang. Aber das läuft gut. Guck mal, hier oben sind wieder alle. Ich habe mich verfahren mit Frank. Und hier sind wieder alle. Wir haben uns eben hier gegenseitig geholfen. Das hat super geklappt. Und ich sag mal so, ne?
Das ist heute echt mein Tag. Das ist hier Teamwork. So Leute, wir haben ein Riesenproblem. Seine Batterie geht immer zu aus in den technischen Sachen. Das Motorrad muss angemacht werden, indem er das Rad dreht. Und wir fahren seit 6 Stunden. Also heute ist genau mein Tag. Ich liebe dieses Technische. Aber wir haben ein paar Probleme. Und wenn wir finishen wollen, darf jetzt nichts mehr passieren. Jetzt müssen wir richtig Gas geben. Drückt die Daumen, dass wir finishen, ey. Ohne Scheiß. Drückt bitte die Daumen. Trotzdem mal die Landschaft genießen. Guckt euch das an. Aber das Fahrwerk ist so brutal, ne? Ich hab das gestern schon nach Insta-Story gesagt. Aber Shock-Suspension hat da so eine gute Arbeit geleistet. Also ich habe noch nie so ein Fahrwerk gehabt. Okay. 25 Kilometer. Noch 1,5 Stunden. Drückt die Daumen. Frank ist kurz stehen geblieben, muss Wasser nachfüllen. Hier so ein Kühler. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt ganz locker vor, weil der deutlich schneller fährt als ich. Hey, noch 2 Checkpoints. Drückt die Daumen, bitte. Bitte, wir wollen das schaffen. Wir haben uns so geschunden. So die letzten 5, 6 Kilometer. Ich kann nicht mehr sitzen. Ein Tipp. Wenn ihr so fahrt wie ich, dann meldet euch niemals den Expert an. Das war der harteste Tag in meinem Leben. Ohne Witz. Und Eddie Finding würde sagen, da war ganz locker. Hallo. Fährst du mit Vivi? Ist bei dir alles gut? Ja. Warte. Ist bei dir alles gut? Ist bei dir alles gut? Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ist mir schlecht, Junge. Frank, wir sind gleich im Ziel, komm. Komm ey, ab da vorne fahren wir aber wieder, gell? Hey, Frank! Frank! Gut. Weiter geht's. Danke, Frank. Wir haben es geschafft, Alter. Ich nehme jetzt hier 7 Stunden 48. Sag ich mal, was ich für Kalorien verbrannt habe. Wir sind nur Expert gefahren und haben immer zusammengehalten. 6679 Kalorien. Hey, ich melde mich später. Ich muss erstmal. Ich will heute nur noch nach Hause zu meiner Familie. Ich hoffe, war das schon. Ich könnte jetzt auch sagen, dass ich das Musik in Alter. Scheißegal. Es war so hart. Und ich dachte die ganze Zeit, ich schaff's. So Freunde der Sonne, ihr wisst ja, wie lange ich gefahren bin. Mir geht's mittlerweile besser. Ich muss mal geheult. Das habt ihr mitbekommen auf dem Bike. Wie gesagt, wenn man so fertig ist, was richtig krank ist, ich bin vorhin erst rein und muss jetzt noch duschen, muss mich fertig machen. Tommy repariert hier seine Karre, der hat heute auch richtig beschissenen Tag gehabt, wenn man so sagen kann. Und mir jetzt hilft mir einfach jetzt meine Karre frisch zu machen, weil ich habe ja noch nichts gemacht und
gleich. Wenn du gleich duschen gehst, nimm nur den Kanister mit, dann können wir den nur voll machen. Ja. Dann machst du den nur noch leer. Nils, danke, gell? Der hilft mir da einfach, Alter, ohne Scheiß. Es geht einfach nicht, wenn du so lange Fahrtag hast, wenn du 4 Stunden, 5 Stunden hast wie gestern, alles okay. Aber wenn du halt einfach 8 Stunden fährst, dann. Oh, ich sag's dir. Achso, Respekt, dass du ins Ziel gefahren bist. Ich hab mir eine Faust, Junge. Nee, also selbst. Also wenn Eddie Finding. Halt wenn Eddie Finding schon sagt, Respekt, dann heißt das was, weil das gibt's nicht so oft von dir. Ja, deswegen sag ich ja. Aber das heißt was, wenn du mir Respekt aussprichst, dann heißt. Also die haben alle gedacht, schafft das nicht. Das muss man echt sagen. Ja, auf jeden Fall, das war der Spind, den ich praktisch, weil mein Spind ja, also dieser Bolzen gebrochen ist, habe ich das reingemacht. Die Schraube war mal gerade, ne? Sieht immer, was da für Kräfte wirken. Aber es hat mich gehalten. Danke Pixel und danke Frank, dass ihr mir das gebaut habt. Sonst wäre gestern schon Schluss gewesen. Morgen der letzte Tag, da gebe ich nochmal alles. Aber letztes Jahr war der letzte Tag eigentlich entspannt. Frank und ich fahren wieder zusammen. Und dann lass mal den Abend ausklingen. Tommy baut auch noch ein bisschen rum. Ganz scheiße. Tommy hat einen Lenker abgebaut, weil er dachte, der Skifahrer war nicht schief, gell? Nee, war nicht schief. Muss nur mal die Gabel ein bisschen wieder gerade machen. Passt das auch. Tommy ist auch Top 10 Fahrer an der HESG, wenn er mitfährt, übrigens. Wenn ich da mal wieder Zeit habe. Das ist, Tommy habe ich gesehen das erste Mal letztes Jahr bei der HESG in Krimmenschau. Und das fand ich krass, alle so rumgebrüllt und wollten durch. Und Tommy war so ganz ordentlich, nett, zuvorkommend zu den Leuten. Und dann hat es gewartet und war nicht so aufbrausend. Das fand ich krass. Und dann ist er aber da mit der besten Technik hochgefahren. Das war das erste Mal, dass ich. Also, Tommy wusste nicht, wer ich bin, aber ich wusste, wer Tommy ist. Und ja, das fand ich krass. Also, das hat mich sehr beeindruckt. Weil, wenn es im Rennen gibt, es oft manchmal auch keine Freunde oder keinen netten Menschen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Obwohl ich denke auch, ich da nicht immer der Netteste bin. Aber das ist nun mal so. Rennen ist Rennen, ne? Und ich melde mich morgen früh. Da hinten sitzt mein Freund Marcel, dem geht's nicht so gut. Den könnten wir eigentlich noch mal kurz interviewen. Ich bin fertig mit der Welt. Ich bin echt fertig. Ich glaube, Expert, ja, das ist der 3. Mal Expert für mich und reicht jetzt. Wie lief heute? War ein ziemlicher Kampf. Hab mich ein bisschen verletzt, glaube ich. So ein Baumstamm, der quer über die Fahrbahn hing, da bin ich mit dem Helm eingeschlagen und lag dann auf immer auf der Erde. Und seit da war dann vorbei. Jetzt habe ich einen Nacken und ja, ich muss sehen, ob ich morgen starte. Ich möchte keinen falschen Ehrgeiz haben. Dann kann ich mir nämlich die Romaniacs auch abschmieren. Entscheide ich morgen früh. Wie war es heute mit den Expert Loops? Ich habe nicht alle gingen auf keinen Fall. Also, das ist jetzt keine Dummmache. Heute, Marcel hat für meinen mentalen Tiefpunkt gesorgt. Ich habe Marcel überholt im ersten Expert Loop. Und wir kommen zum 4. oder 5. Ja. Oh, Marcel wieder vor mir. Ja. Ich so, ey, du Penner, wieso bist du vor mir? Da hat sogar noch ein anderer, den ich im Ziel getroffen habe, so gesagt, ey, jetzt bleib doch mal ruhig und so. Weil der dachte, wir streiten uns, aber wir sind ja Kumpels, so Regenkumpels. Und dann sagt er, du, ich bin mal kurz Hobbyspur gefahren, was ja auch vollkommen legitim ist. Ich meine, ja, mit dem Holzbein, Alter, kann man ja, ne? Mit dem Holzbein, da kann man mal eine Hobbyspur fahren, gell? Da war so viel Stau. Und da hätte ich locker 1,5 Stunden gestanden, dachte mir, okay, ich will aber den Tankpoint erreichen. Und aber da habe ich meine Frage an dich. Und zwar, das war ja ein sau schwieriger Hang, wo man drücken, ziehen, schieben, alles musste. Ja. Meinst du, du hast beim Drücken brutale Nachteile mit den Beinen oder meinst du, das geht einigermaßen? Es kommt immer darauf an, welche Hangseite, ne? Also mit dem linken Bein geht's, aber mit dem rechten, ich merke auch so beim Umsetzen, ich habe Paul gesehen, der ist an mir vorbeigebraten. Der hat so die Technik drauf, echt Respekt. Gallas-Training, ja, brauche ich wahrscheinlich auch. Mir fehlt die Technik. Du hast gesagt, hier linke oder Druck auf die Raste, aber das fehlt mir rechts komplett. Ich merke jedes Mal, wie der. Hat das eigentlich geklappt im Wald? Wie das Hinterrad? Da dann ja, irgendwie habe ich mich da hochgekrampft, aber toll war das nicht. Du bist ja an mir vorbei. Paul hat es mir gezeigt, wie es geht, aber ich konnte es nicht wiederholen. Gut, die Körner waren alle und wie gesagt, mit dem rechten Bein, da habe ich wirklich Nachteile. Also mir fehlt die Kraft, ja, und aber der Körper. Wir haben immer gesagt, und das bin ich immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass wir beide zusammen einen super Expert-Fahrer haben, weil technisch klappt es echt gut. Aber was der kann, ne? Der kann richtig, richtig, richtig ballern. Herzlich willkommen zum
letzten Tag zu Tag 4. Gestern bin ich in der Gesamtwertung 110er, also in der normalen Wertung 110er, insgesamt auch. Denke Top 100 klappt nicht mehr. Jetzt heißt es nur noch das Ding heimbringen. Frank und ich sind wieder zusammen. Kriegen wir es hin zu finishen oder kriegen wir es nicht hin? Ich denke, wir kriegen es hin. Heute ist wieder erwarten. Richtig, richtig schnell. Frank, der zündet hier. Heute könnte der locker bestimmt 20 Minuten gut machen. Weil ich halt so ein bisschen eiere. Aber auch er wartet, weil er ist ein gutes Team. Und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt schon 3-4 Leute überholt. Sind echt zügig unterwegs. Also es ist auf jeden Fall krank, wie sich der Speed in 4 Tagen verändert, wenn du jeden Tag gezogen wirst, wie sind. Aber das ist echt krass. So, eben da Spur fahren, eigentlich schlau. Geht auch manchmal nicht. Jetzt kommt hier auf jeden Fall eine Scheiße. Oder? Schön steil. Da haben wir es geschafft. So. Loop. Ich habe Frank verloren. Guckt euch mal da hinten die Vieh an. Dem Wasser da, also das ist schon richtig schön. Bin eben übelst auf den Po geflogen. Ist natürlich nicht förderlich für meinen Po weh. So. Aber wir haben es geschafft. Oh. Junge, Junge, Junge. Wollen Sie es nochmal wissen? Wenn du unten bist. Ja. Komm, Frank. Wenn du was zeigst, ha? Ja,
go 35 minutes to pick it up, okay? Ihr habt's gesehen. Ich hab's geschafft. Ist das geil. Ist das geil. Wir haben einfach durchgezogen. Wir haben durchgezogen und wir sind ins Ziel gekommen. Ich habe die Expert-Klasse gefinisht. Übelst geil. Übelst geil, ey. Geil, geil, geil. Puh, das war geil. So, Freunde der Sonne. Was geht mir auf dem Weg? Was geht mir auf dem Weg ins Fahrerlager durch den Kopf? Als allererstes möchte ich meiner Familie danken, vor allen Dingen meiner Frau, die das einfach hier so mitmacht und ich erfahren kann. Vor allen Dingen auch meiner Tochter. Ich war nicht bei ihrem Welttag, da war sie sehr enttäuscht, aber ich wollte unbedingt dieses Rennen hier fahren. Und dann danke ich natürlich Weberwerke, die mir das praktisch ermöglicht haben, hier zu starten. Backyard Design, meinen ganzen Sponsoren, Shock Suspension, X-Grip, ja. Hammerfahrwerk, Hammerreifen. Dann ein riesengroßes Dankeschön an Nils und Tommy, die mit mir die Karre geschraubt haben, ja. Robin von Cadillac, der die Karre mit mir fertig gemacht hat. Ich hoffe echt, man hört alles. War auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, das sage ich euch. Und ja, ich bin überglücklich, dass ich es geschafft habe. Wir haben verladen, es geht nach Hause. Ja, verlassen hier gerade den Platz. 4 Tage. Ciao. Bye. Ciao. 4 Tage Rumänien sind vorbei. Ich bin auf die Waage gespannt, ey. Ja, war ein geiler Trip auf jeden Fall hier mit den Jungs. Die passen in die Welt. Wenn euch das Ding gefallen hat, und ich habe diesmal wirklich coole Szenen drauf, also alles, was ich aufgenommen habe, war eigentlich auch cool, dann könnt ihr ein Abo da lassen oder hier so ein Like, Alter. Würde mich freuen. Letztes Jahr Hobby, dieses Jahr Silber. Nächstes Jahr Pro. Ihr wisst, was nächstes Jahr kommt. Ah, nee, ich glaube, selbst wenn ich nochmal richtig am Fitnesslevel draufpacken würde, keine Chance. Ciao, Jungs! Bis dann.